Griechenland in der Krise. Der Grexit steht kurz bevor. Doch Queen Elizabeth II. Hat einen Lösungsvorschlag. Heute kündigte sie in Frankfurt an, dass Griechenland bald zum Commonwealth, zum British Empire, zu Großbritannien gehören sollte. Wenn man der Zeitung Bild Glauben schenken mag, dann haben die Griechen dafür zwei Vorteile. Erstens stehen sie jeden Morgen pünktlich zum 5 Uhr Tee auf und zweitens haben sie eine gewisse Inselbegabung. Geld ausgeben. Doch was denkt eigentlich Erfurt dazu? Also die Queen war jetzt in Deutschland zu Besuch, zu Gast. Was halten Sie erstmal generell von der Monarchie? Nicht mehr zeitgemäß, würde ich sagen. Ich weiß nicht, also in England, die Hälfte von den Leuten haben geglaubt, dass es war also nicht wirklich notwendig, aber die andere Hälfte hat es wirklich gemocht. Also die sind mehr wie Celebrities, ja, die Familie und so. Also Amerikaner, also ich finde das unnütz. Ja, es ist ein ganz schön veraltetes System, aber ich kann die Briten schon verstehen, dass man sich da vielleicht noch fernab der Politik noch an eine Institution, sag ich mal, hält, die vielleicht dem Volk auf eine andere Art und Weise sagt, was denn vielleicht richtig wäre oder was nicht richtig wäre in der Politik. Er hat ja keinen Einfluss mehr, sag ich mal. Also ist ja veraltet. Die Queen hat ja jetzt auch heute in Frankfurt, bei ihrem Besuch in Frankfurt angekündigt, oder nicht angekündigt, sondern das neue Projekt vorgestellt, dass Griechenland jetzt aufgrund der Euro-Krise mit ins Commonwealth aufgenommen werden soll. Dadurch, dass sie dann halt raus aus dem Euro kommen sollten, das ist eine schonendere Variante wahrscheinlich. Was halten Sie davon? Ja, wenn es ihr Spaß macht, dann soll sie das gerne machen, obwohl ich es sinnlos finde. Aber ist das denn der richtige Weg für Griechenland? Natürlich nicht. Soll Griechenland lieber im Euro drinbleiben? Selbstverständlich, wir brauchen Griechenland. Ich glaube nicht, dass das Griechenland wirklich weiterhelfen würde, weil die müssen intern was ändern. Da, ob die dann zu Großbritannien gehören oder nicht, hat da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Generell sollte man diesem Land endlich mal helfen. Also es ist schon so viel falsch gemacht worden. Jetzt muss nicht noch mehr falsch gemacht worden sein. Die gehören zu Europa und England will von Europa eigentlich ein bisschen wegrücken, hat man das Gefühl. Wieso wollen sie sich jetzt? Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss ich erst heute noch mal verdauen. Also ich denke, dass das mit dem Euro nichts zu tun hat. Im Gegenteil, ich glaube, wenn Griechenland wirklich aus dem Euro rausgeht und die Währungsunion das abfedern kann, dann ist das eher ein Zeichen der Stärke.